Lektion 111 aus einem Kurs in Wundern. Ja, die Wiederholungslektionen beginnen wieder und heute wiederholen wir die Lektion 91. Wunder werden im Licht gesehen und 92. Wunder werden im Licht gesehen und Licht und Stärke sind eins. Und bevor wir in die Lektion einsteigen, gibt es wieder ja einige Vorbemerkungen zu den Wiederholungen. Und die Vorbemerkung ist recht umfangreich und umfasst zwei Ebenen. Einmal die formale Ebene, die ist schnell gesagt. Die Übungsausführung sollte morgens, am besten direkt nach dem Aufwachen erfolgen für 5 Minuten, gerne auch länger, wenn dir das gut tut. Und abends, vor dem Einschlafen, auch noch einmal mindestens 5 Minuten. Und dann untertags, zur vollen Stunde, jeweils die Wiederholung des ersten Leitsatzes, der wiederholt wird, also jetzt die 91, Wunder werden im Licht gesehen, und eine halbe Stunde darauf den zweiten Leitsatz. Heute also Wunder werden im Licht gesehen und Licht und Stärke sind eins. So, das war das Formale. Jetzt das Inhaltliche. Worum geht's da eigentlich und was wird damit bezweckt? Es sind mal mindestens 2 Aspekte, die sich herauslesen lassen oder auch klar benannt sind. Einmal geht es darum, durch diesen Übungsrhythmus, ja, ich sag mal, in eine Kontinuität zu kommen, dass die Ego-Gedanken nicht immer wieder so diese massive Vorherrschaft erlangen, sondern dadurch, dass wir ja letztlich alle 30 Minuten ja kurz, es muss nicht lang sein, aber einen bewussten Augenblick nach innen gehen, unterbrechen wir in diesem Moment ja diesen Gedankenstrom im Verstand aus dem Ego und lösen uns. Und das Ziel ist, dass wir da so in einen Flow kommen, dass wir den Gedanken gar nicht mehr wirklich beiseite legen, also vergessen, loslassen, sondern den Leitgedanken im Gewahrsam behalten und wir gar nicht mehr so tief abdriften in die Identifikation mit den Ego-Gedanken. Ein zweiter Aspekt ist Vertrauen in unseren wahren Geist aufzubauen. Die Wiederholungseinheiten selbst sind recht kurz. Es ist der Leitgedanke und dann 2, 3 Sätze dazu. Und in der Vorbemerkung zur Übung steht recht klar: Nimm die Gedanken auf in deinen Geist und lass ihn sie so nutzen, wie er will. Vertraue ihm, dass er sie weise nutzen wird, denn bei seinen Entscheidungen hilft der eine ihm, der dir diese Gedanken gab. Auf was kannst du vertrauen, außer auf das, was sich in deinem Geist befindet? Habe bei diesen Wiederholungen Vertrauen. Die Mittel, die der Heilige Geist benutzt, werden nicht versagen. Die Weisheit deines Geistes wird dir zu Hilfe kommen. Gib zu Beginn die Richtung an und lehne dich danach zurück in stillem Glauben und lass den Geist die Gedanken, die du ihm gabst, so nutzen, wie sie dir gegeben wurden, dass er sie nutze.
Also wir haben jetzt schon mal diese zwei Aspekte. Einmal, ja, wie sollen wir sagen, Entkoppelung von der Ego-Identifikation und Vertrauensaufbau in den wahren, in unseren reinen Geist. Und dann gibt es einen dritten Aspekt, das ist, ich sag mal, eine Selbstbeobachtung. Und wie gewohnt müssen wir da sehr ehrlich sein. Wir müssen uns nicht rechtfertigen oder Rechenschaft ablegen, aber ehrlich zu uns selbst sein. Wie gut schaffen wir es denn alle 30 Minuten kurz uns ja auf den Leitgedanken zu fokussieren und ihm einen Augenblick, einen wahrhaften Augenblick zu schenken. Und es wird Gelegenheiten geben, da geht es eben nicht. Da sind wir vielleicht in einem Termin, in einem Gespräch, da geht es nicht. Aber es gibt andere Gelegenheiten, da würde es schon gehen. Es kann aber sein, dass wir sagen, ich habe so viel zu tun, jetzt, ich muss mich gleich ums Nächste kümmern. Und ja, das müssen wir wahrscheinlich. Doch es wäre vielleicht schon 30 Sekunden Zeit gewesen. Und das ist das, was wir anschauen sollen. Denn es ist ein Unterschied, ob es tatsächlich nicht geht oder ob wir Gründe erfinden, dass es nicht geht. Wenn wir wirklich wollen würden, wäre es möglich. Und das zu entdecken ist wichtig, denn dadurch decken wir einen versteckten Unwillen auf. Und dann können wir den betrachten und sagen, muss das wirklich sein? Brauche ich das noch oder darf dieser Widerstand jetzt gehen? Denn er behindert mein Lernen. Wie heißt es hier? Du wirst in deinem Lernen behindert, wenn du eine Übungszeit auslässt, weil du nicht willens bist, dir die Zeit, um die du gebeten wirst, dafür zu nehmen. Täusche dich nicht in diesem Punkt. Unwillen kann sich sehr geschickt unter einem Deckmantel von Umständen verbergen, die du nicht kontrollieren kannst. Lerne zu unterscheiden zwischen Situationen, die sich schlecht für deine Übung eignen, und solchen, die du herbeiführst, um eine Tarnung für deinen Unwillen aufrecht zu erhalten. Okay, wir werden also gebeten, uns das genau anzuschauen, also eine Selbstbetrachtung durchzuführen und dann haben wir die Chance zur Korrektur. Und falls wir tatsächlich eine Übungszeit auslassen, weil es eben nicht anders geht, wir sind in einem Gespräch, wir können gerade nicht unsere Aufmerksamkeit nach innen lenken, wobei es geht ja eigentlich immer. Es ist eine Übungsfrage und genau da sollen wir ja hinkommen. Aber jetzt so zu unserem Stand ist es eben nicht immer möglich. Und wenn es wirklich nicht möglich ist, macht das nicht. Wie heißt es? Dein Lernen wird nicht dadurch behindert werden, dass du eine Übungszeit auslässt, weil sie zur festgesetzten Zeit nicht durchführbar ist. Also, alles gut. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, der ist, wie wir diese Übungen betrachten. Wenn wir sie sozusagen als Pflicht sehen, damit irgendwie Erlösung geschieht, ist das eine Betrachtung, die unser Lernen nicht so richtig unterstützt. Es ist ja dann ein Zwang, ein Muss und ja, wer lernt schon gerne, wenn er muss. Eine gute Motivation beim Lernen unterstützt das Lernen einfach enorm, das wissen wir alle. Und der Kurs sagt, die Gedanken oder die Wiederholung der Leitgedanken ist von grenzenloser Nützlichkeit.
Es ist dazu gedacht, dir in jeder Weise, zu allen Zeiten und an allen Orten zu dienen und immer, wenn du Hilfe irgendeiner Art brauchst. Versuche also, ihn in das tägliche Geschehen mitzunehmen und mache es heilig, des Sohnes Gottes würdig, annehmbar für Gott und für dein Selbst. Wir kriegen hier also ein extrem wirksames und nützliches Instrument geschenkt, das uns hilft, in der Geistesschulung schneller voranzukommen. Und das ist es doch, was wir wahrhaft wollen. Zusammengefasst haben wir also diese vier Aspekte: Entkoppelung vom Ego oder Unterbrechen der Dauerschleife der Ego-Gedanken, Vertrauensaufbau in unseren Geist, wir könnten auch sagen Vertrauensaufbau in unser wahres Selbst. Das ist doch eine nützliche Investition, oder? Zum Dritten, Selbsterforschung hinsichtlich unserer inneren Widerstände, unseres Unwillens. Und viertens, ja, dieses Tool, dieses Mittel auf geistiger Ebene immer anwenden lernen, denn dann werden wir sofort profitieren. Denn Empfangen und Geben sind in Wahrheit eins. Wir werden empfangen, wie wir jetzt geben. Wir können also große Fortschritte erzielen und ja, wie sagt der Kurs, wir werden auf festeren Boden weitergehen, mit festeren Schritten und gestärktem Glauben. Und dann erhalten wir noch folgende Worte. Vergiss nicht, wie wenig du gelernt hast. Vergiss nicht, wie viel du jetzt lernen kannst. Vergiss nicht, dass dich dein Vater braucht, während du diese Gedanken wiederholst, die er dir gab. Ja, und so können wir voll Vertrauen jetzt in die Lektion starten und uns freuen auf das, was kommt. Willkommen zur Wiederholung der Lektionen 91 und 92. Schenk dir jetzt die Zeit und die volle Aufmerksamkeit. Komme ganz an in diesem Moment jetzt. Es gibt nichts Wichtigeres als die Begegnung mit deinem wahren Sein, deiner Identität, deinem wahren Selbst. Du bist, wie Gott dich schuf. Lass dich davon tragen. Und denke daran, dass aus der Wahrheit deines Seins, aus dem Frieden, das wahre Licht entsteht. Und in diesem Licht sagen wir, Wunder werden im Licht gesehen. In der Dunkelheit kann ich nicht sehen. Lass das Licht der Heiligkeit und Wahrheit meinen Geist erhellen. Und lass mich die Unschuld im Inneren sehen. Gib diesen Worten Raum und mache dir bewusst, die Dunkelheit sind die Ego-Gedanken. Doch solange wir uns mit diesen nicht identifizieren, ist es nicht dunkel,
dann sehen wir im Licht. Lass das Licht der Heiligkeit und Wahrheit meinen Geist erhellen und lass mich die Unschuld im Inneren sehen. Und folge jetzt einfach deinem Geist, der diesen Gedanken aufgenommen hat. Folge dem Frieden in dir. Und jetzt widmen wir uns noch dem zweiten Leitgedanken. Wunder werden im Licht gesehen und Licht und Stärke sind ein. Es ist ein geeinter Gedanke. Ich sehe durch die Stärke, die Gottes Gabe an mich ist. Meine Schwäche ist die Dunkelheit, die von seiner Gabe aufgelöst wird, indem sie seine Stärke an deren Stelle setzt. Spüre die Stärke des Friedens in dir, der Frieden, aus dem das Licht geboren wird, und in diesem Licht kannst du die Wunder sehen, die Wunder der Korrektur deiner Wahrnehmung. Dass Schwäche und Leid verschwinden. Ich sehe durch die Stärke, die Gottes Gabe an mich ist, und spüre diese Gabe. Sie ist unveränderlich, immer da, wird dir in jedem Augenblick geschenkt. Meine Schwäche ist die Dunkelheit, die von seiner Gabe aufgelöst wird, indem sie seine Stärke an deren Stelle setzt. Und folge auch hier der Ausdehnung dieser Gedanken in deinem Geist. Lass dich führen. Du brauchst nichts Besonderes tun. Nur präsent zu beobachten. Dich auf deine Existenz ausrichten. Und schenke heute zu jeder vollen Stunde dem Gedanken, Wunder werden im Licht gesehen, einen wahrhaften Augenblick lang deine Aufmerksamkeit und trage dann diesen Gedanken in deinem Herzen. Und zur darauffolgenden halben Stunde sagst du, Wunder werden im Licht gesehen,
und Licht und Stärke sind eins. Und erlaube dir, falls du untertags in einer schwierigen Situation bist, es irgendwie prekär ist, dass diese Gedanken die Situation heilen, weil du sie im Licht betrachtest. Die Leitsätze werden für dich einen wirklich großen Nutzen entfalten, wenn du sie als Anwendung für den Tag betrachtest und nicht als etwas, das wie in einem Stundenplan abgearbeitet werden muss. Es ist eine liebevolle Erinnerung für dich. Danke für unser gemeinsames Üben, für unser Lernen. Hab einen wahrhaft frohen Tag, an dem du mit Freude, ja einfach experimentierst, spielst und spielerisch lernst.